Slender. Ey Leute, willkommen zurück zu We Play Old School. Horn, the real fucking Slender Game Version 1.1 in Folge 4. Und? Ich, Zartnelf, am Start, muss jetzt hier den hässlichen Scheiß hier weitermachen. So, wie war das hier mit Taschenlampe? Achso. Ja. Und, ja, in der letzten Folge, da bin ich ja zum ersten Mal in der Noob-Version, Noob, auf dem Noob-Schwierigkeitsgrad hier in Version 1.1 rum. Hattest du schon die Seite hier geholt? Und habe ich die Seite geholt, genau. Hab schon einige Seiten eingesammelt, aber ich habe gemerkt, na klar, ich komme ja nicht in die Fabrik rein, weil die haben dieses Zaunloch da gefixt, wo man eigentlich immer lang konnte, hinten da bei dem LKW. Den wir natürlich immer fleißig genutzt hatten. Richtig, also müssen wir jetzt scheinbar einen Schlüssel finden, der wahrscheinlich auf dem Aussichtsturm ist oder so. Kann man hier runter? Nee. Nee. Und ich würde sagen, ich meine, wir haben ja jetzt eigentlich soweit alle Seiten gefunden gehabt, die jetzt hier so waren, oder? Ich muss jetzt nochmal kurz auf die Karte gucken. Erstmal müssen wir den Berg hier runter. Mal gucken, wo genau. Ich dachte, ich habe ihn gesehen. Da. Okay, also mal abziehen, warte mal. Also wir waren beim Haus, dann. Wir müssen noch darüber zur Statue. Da war ich schon, letzte Folge. Achso. Ja. Also warte mal, Haus. Hier unten war. Haus. Bei giftige Pflanzen waren wir. Waren wir hier unten? Ne, beim Turm waren wir nicht. Warte mal, Haus, giftige Pflanzen, Kornfeld, Fernseher. Bei dem, wir können ja mal in den neuen Bereich gehen. Warte mal, Bäumchen, Bunker war eine. In dem Verschlag. Da im Häuschen. Und auf der, bei der Statue. Ja. Gehen wir mal in den Dings hier, genau. Neuen Bereich. Neuen Bereich, ja. Also jetzt den Weg hier. Nach links. Nach links, okay. Ja. Oder? Ja, wir sind ja hier irgendwo runtergekommen. Nach rechts eigentlich. Wieso denn nach rechts? Nach rechts jetzt. Wir waren doch jetzt hier, oder nicht? Wir waren da oben, wir müssen jetzt nach rechts. Wir sind runtergegangen. Sind hier. Ihr müsst Weg weggehen. Na jetzt links, jetzt von hier. Ja, okay. Ja, nee. Okay. Also jetzt, wenn du jetzt so stehst, jetzt rechts halt. Jetzt ja, rechts. Ja. Aber ich bin jetzt von der Karte, wo wir runtergekommen sind, nach links ausgegangen. Ja, dann. Ach du Scheiße. Oh. So. Was war das denn? Alter, war der da? Oh, Schlampe rennen. Wenn wir jetzt. Der stand hier! Ja. Okay. Und hast du gesehen, wie schnell der sich gebeamt hat? Ja, sich für immer hinter dich gebeamt. Bleiben wir hier auf dem Weg. So, mal kurz gucken. Ja, bist richtig. Alles klar. Hier lang weiter. Hm. Das Camp. Ja, wie gesagt, also ich habe keine Ahnung, was das ist für ein neuer Bereich. Der ist ja jetzt erst neu in Version 1.1. Ja, da gehen wir ganz jungfräulich ran. Ganz jungfräulich, genau. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich muss ja jetzt hier kommen, oder? Ja, da wo die großen schwarzen Umrandungen jetzt sind, die jetzt rein. Alter, wie abartig der einfach nur aussieht, ja? Also wenn er eben noch so nah ist. Ja. Hier. Mal eine Taschenlampe an. So, ab geht's ins Deathcamp. Schauen wir mal, ob wir überhaupt reinkommen, wa? Ja. Ich hoffe mal, hier ist noch eine Seite irgendwo. Ich gehe mal davon aus, sonst wäre ein bisschen schwachsinnig, so ein Ding hier reinzusetzen. Ja. Was ist das schon? Ist das nur ein Camby aus irgendwelchen Containern oder was? Ich weiß nicht. Na, dann rennen wir mal die Container hier ab, ne? Oder die LKW-Anhänger. Ja. Und irgendwie kommt jetzt auch Musik. Die kam ja vorher nicht. Stellt den hier ein LKW mittendrin her. Komm mal hier durch. Ja. So. Ich hab mich jedes Mal zusammenzucke, wenn es anfängt zu krisseln. Ich hab keine Ahnung, anscheinend ist das nur so ein, ja, so eine Art Lagerplatz. Ja? Ich habe keine Ahnung, da liegt da irgendwo was. Nee, das ist nur ein Fass. Ein bisschen Giftmüll. Das ist wie ein Labyrinth hier oder was? Hm.
Das erinnert mich irgendwie jetzt ein bisschen an das Gefängnisländer oder so. Was wir gucken erstmal hier weiter, auch hier in die Richtung. Bevor wir nochmal, bevor wir da hinten reinrennen. Hier ist eine Schreibmaschine. Na, guck mal her. Goal. Wie okay, praktisch. Denn könnte doch hier irgendwo eine Seite sein, oder? Na, guck mal, ist er das da hinten? Ja, das ist er. Ich klicke mal. Da. Ich will mal angucken. Da raucht was. Ja. Ja, du zartes Frettchen, dich haben wir gesehen hier. Aber der sieht irgendwie komisch aus, wa? Die Raucher. Ja. Der kommt her, kann das sein? Ja. Scheiße, Sackgasse. Muschi, geh weg. Hm. Ich schätze mal, die ist irgendwo da drin, oder? Vielleicht sind es so mehrere Seiten. Alter, pass auf, ich renne mal in eine Sackgasse und der kommt wieder an, der hässliche Monk. Ja. Das ist doch ein Labyrinth hier, oder? Ja, irgendwie sowas. Mal an die Lampe. Eine tolle Sackgasse. Ich weiß nicht, warum das Deathcamp heißt. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Na toll, jetzt kommen wir bestimmt nicht zurück. Ich weiß, wo du noch nicht warst. Ja, da sind wir ja von umgedreht. Ja. Aber da war Slendy im Weg. Also jetzt hier rechts? Ja, ja. Ich muss ja gucken, ob er nicht gleich hier um die Ecke steht. Ja. Soll das sein, irgendwie? Konzentrationslager? Ja, weiß ich nicht, ein Deathcamp ist eigentlich sowas. Ja, ein Todeslager. Wo geht's denn hier rein, ey? Oh, da ist er. Ah, oh. Scheiße. Na toll, ich wollte gerade da hinten lang gehen. Ist er weg jetzt? Geht er da immer noch? Wir rennen einfach mal. Wir haben ja gespeichert. Ja. Soll irgendwo reingehen. Wenn man wenigstens eine Map hätte oder sowas, die man mitnehmen kann. Ja. Alter, das sieht aus wie eine dicke Sackgasse hier. Ja, nee, doch nicht. Ich sehe nur. Nee, komme ich nicht weiter. Ist nicht weiter, ne? Also, bis jetzt nur Mauern, 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 Mauern. Außer eine Schreibmaschine ist hier nichts. Eigentlich voll seltsam. Normalerweise gehst du ja davon aus, dass man hier auch dann weiter kann. Naja. Hm. Wir können ja nochmal zu den Tor gehen. Ich habe gar nicht probiert, da irgendwie was zu machen. Genau, mit einer Aktionstaste. Und eine Seite. Ob das hässliche Frettchen hier ist? Eine Seite habe ich auch nicht gefunden. Button drücken, wie bekloppt. Ja, geht irgendwas? So, müsste er nach da hinten aufgehen. Ja. Ist da irgendwas? Das Lenny hängt da bestimmt hier wieder um die Ecke. Guck mal, links oben an der Lampe ist da irgendwas? Nee. Ja, nee, ich dachte. Hier sind wir. Das ist ja auch ein Schiebetor. Ja. Hier ja, was? Ah! Hä? Dafür? Ah! Warte mal, wir speichern nochmal. Ja, okay. Na toll, den scheiß Hebel sollst du sehen, ja. Weil auch, es stand ja auch nichts da, ne? Nee. Noch eine. Der macht bestimmt das andere Tor. Ja, ja. Aber erstmal hier gucken. Ja, bevor wir den Hebel betätigen. Alter, was ist denn das für ein Camp? Das so für eine Anordnung, ja? Naja, vor allem, hier gibt's ja nichts. Außer Wände. Ja. Oh.
Was haben wir denn da? Green Park Camp Map. Tot. Das ist irgendein... Warte mal, hier. Hier sind wir rein. Hier ist der Schalter. Ah ja, okay, jetzt sehe ich es. Hier so zack. Und jetzt sind wir hier an der Seite. Ja. Hier bei dem roten Ding hier. Ja. Also das ist, da sind ein Haufen Fallen, so wie es aussieht. Irgendwie. Und warte mal. Und wir sind vorhin hier hinten hinter dem Ding lang gegangen, aber kam dann in irgendeiner Ecke nicht weiter. Ja. Warte mal, wenn du jetzt hier reingehst, so, wie muss man jetzt lang? Wir müssen, hier war doch irgendwo ein Schalter hier so. Ja. Der macht irgendwas auf, glaube ich, die Tür vielleicht. Da, das Tor davon, genau. Dann müssen wir hier rein und hier drinnen irgendwie gucken, ob wir was mal hier finden. Ja. Und dann müssen wir, denke ich mal, wieder raus und hier unten hier dazwischen lang. Und dann halt weiter gucken. Ja, guck mal weiter. Ich kann es jetzt auch nicht sagen. Ey, das jetzt ist dann doch nicht mehr so schlecht, das Camp hier. Ich meine, das hat jetzt was. So ein bisschen wie Takeshis Castle, so mit so einem Haufen coolen Hindernissen. Wir können ja, wisst ihr was? Wir tätigen mal den Hebel, guck mal, ob sich auf der Karte wieder was ändert. Ja. Irgendeinen roten Punkt oder so, oder was grün wird oder so. Dann wissen wir ja, was aufgegangen ist. Aber ich gehe mal davon aus, das andere Gittertor. Das ist jetzt zugegangen. Warum ist das jetzt rot? Ich habe keine Ahnung. Ach, gehen wir mal zurück. Das ist ja nicht schön. Haben wir uns jetzt hier eingesperrt und Slenny kommt rein und fistet uns von hinten? Ja, guck erstmal. Ja. Wir haben uns echt eingesperrt. Shit. Na dann, auf das Ding da. Weißt du was, wir sind total blöd. Wieso? Auf den Karten sind noch die Hebel angezeichnet, oder nicht? Sind die? Na, ich denke, das sind einfach nur... Sind das nicht Fallen, die eingezeichnet sind einfach, oder? Also da oben, warte mal, da steht irgendwas. Buttons, da oben sind irgendwie Knöpfe, keine Ahnung. Sind die jetzt draußen oder drin? Ich denke mal außerhalb. Wir kamen aber hier nicht rum? Oder haben wir den einfach übersehen, den Button da außen? Ich habe keine Ahnung. Du bist doch schon da gar nicht weitergekommen irgendwie. Ja, ich kam ja bis hier um die Ecke oder so, aber dann. Aber ich habe nicht auf so einen Schalter geachtet. Oder hast du da drauf geguckt? Nee. Geh mal weiter. Also gehen wir nochmal nach hinten. Ja. Also wie es aussieht, kommt Slendy ja hier nicht rein. Nee, bis jetzt ist er ziemlich ruhig. Auf jetzt so Puh. Boah. Nee. Slendy. Das Tor da vorne ist immer noch zu, oder wie? Ja. Was sollte. Nee, das sollte zu sein. Okay. Und das da hinten, das Gitterding müsste ja dann auch irgendwie aufgehen. Hm. Aber wir gucken. Oh, jetzt habe ich kurz gedacht, der stand da. Hier ging es ja nicht weiter, denn. Doch. Hier war noch was eingezeichnet, ne? Ja, eigentlich hier rechts um die Ecke. Aber da kommen wir ja eigentlich hin. Wo ist der? Da. Oh. Na toll. Mal aus die Lampe. Komm nicht weg. Der ist hinter mir, wo geh soll mal, ich? Geh mal nach links mehr. Nach links? Hochlaufen irgendwie. Geht ja nicht. Ja, dann weiter nach zurück und nach links so. Ja. Guck doch mal. Ja, na geh doch mal irgendwie zurück. Der ist doch hinter mir. Ja, na. Wo und jetzt hier an der Seite irgendwie? Ich komme hier nicht hoch, ich drück auch nach vorne, nach links und nach vorne. Ja, jetzt weiter. Okay. Jetzt hänge ich hier irgendwo. Weg. Ja. Also hier ist es, ich hab hier nichts gesehen. Nichts zum Drücken. Kommt er ja doch hinterher, die Mistkröte hier. Also wir müssen ausschauen nach so einem Hebel.
Und so ein der Ding macht ja nichts weiter. Nein, mit denen haben wir ja das Tor da aufgemacht. Ja, genau. Aber wie geht das jetzt auf? Hm. Das ist eine gute Frage. Warte mal, links hier bei den Fässern war das? Nee. Ich dachte. Wir laufen. Na, vielleicht haben wir hier hinten gerade auch so ein scheiß Zickzack hier rennen. Und das haben wir. Haben wir gedacht, hier hinten ist nichts. Weißt du? Ja. Gucken wir mal in jede Ecke nach so einem scheiß Hebel. Ja. Aber. Nee, es müsste doch. Muss doch eigentlich. Da muss doch einen Sinn haben, dass du hier hinterrennen kannst. Weil muss so doch eigentlich zu sehen sein. Jetzt kommt den Hebel, den an der Ecke, den haben wir auch nie gesehen. Ja, gut, okay. Hier ist ja nichts, was irgendwie so vorsticht oder so. Das war's halt schon, ich meine, keine Ahnung. Jetzt muss doch da reinkommen. Das ist eine Schreibmaschine. Und die haben ein ganz neues Gebilde mit Schaltern hingesetzt. Joa, aber ich meine, der einzige Hebel, der hat nur das Tor da aufgemacht, dass man die Karte sehen kann. Also wir haben gar nicht ausprobiert, ob man an den scheiß Mechanismus da rumspielen kann. Was, an der Karte oder was? Ja. Achso. Durchglitschen hier. Zack, zack. Glitsch, glitsch, geht nicht. Geht nicht. Weiter außer. Oh. War da links irgendwas sein? Meinst du, so weit weg sind die Hebel? Ja, nicht, aber. Who knows? Wir gehen nochmal da rein. Ja. Wenn ja, was bleibt uns anderes über? Oder? Ja, mach einfach. Muss ja einen Sinn haben, warum man. Der ist voll sinnlos, der macht ja nur das Tor zu. Ich meine, der sperrt sich ein, das macht ja keinen Sinn. Guck mal. Aber man muss doch einen Sinn haben. Oder du musst hier schnell wieder hinrennen, weißt du? Probier mal. Aufmachen und dann wieder zumachen. Guck mal, wie lange das dauert. So, jetzt ist das hier bei Scheitern. Wir stellen es schon mal hier so seitlich hin. Okay. Und jetzt. Alter, ist das schnell. Das sieht ja übel schnell. Man hört das ja, aber ne, wir lassen das mal zu hier. Ist hier noch ein Hebel, aber hier war doch keiner mehr angezeichnet. Nö. Ah, Alter, ah. Scheiße, Mann! Du kommst ja aus dem scheiß Boden raus! Alter. Ich war gerade voll so drin am Überlegen, scheiße. Ja, ich meine, bis jetzt war er die ganze Zeit nie hier. Und also noch. Jetzt hat er mich echt gepackt, ich meine. Na, weil er noch aus dem Boden kam. Ja. Ich meine, sonst war es immer so, da was konnte man immer schon so mit rechnen, aber Alter. Alter, ich hab voll Gänsehaut gekriegt. Der ist immer noch da. Kommt noch. Wir gehen zurück. Ein Stückchen noch. So ein hässliches Mongo-Tier. Boah, ich war gerade so voll überlegen, welcher Schalter ist jetzt wo? Was könnte da jetzt angezeigt sein? So, jetzt sind wir ein bisschen hier vorne, jetzt gehen wir nochmal nach hinten. Aber jetzt gehen wir vorsichtig um die Ecken. Weil das hat mich so ein bisschen wie an Mark of Ninja erinnert. Welcher, weißt du, weil da wurden ja auch mal diese Mechanismen angezeigt, ja. Die mit bestimmten Schaltern so aktiviert werden. So, jetzt gehe ich wie im Knast mit dem Rücken an der Wand immer lang. Der ist immer noch da. Scheiße, ach geh einfach, mach wieder das Tor auf. Vielleicht geht's dann, geht er dann weg. Alter, so ein Krepel. Oh, jetzt. Die ganze. Oh, der Alter! Scheiße, Mann. Fiese oh. Schwein. Okay. Ah, speichern wir. Ach, jetzt haben wir gerade noch einen Schreck gekriegt hier. Wegen Scheißfunk. So. Ja, und die Folge ist auch schon wieder vorbei. Ja, das war soweit für Folge 4 Replay Oldschool Haunt. Und wir haben gerade gut gezuckt. Auf jeden Fall, ey. Coole Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann bei Folge 5 wieder mit mir. Da bin ich dann wieder dran und ich versuche mal irgendwie was zu finden, vielleicht, ob ich da weiter kann. Bis dann. Genau, haut rein.